Punkt 1. Bilder, Worte und Formeln. Bei dem Studium der Massenfantasie fanden wir, sie werde namentlich durch Bilder erregt. Nicht immer stehen einem diese Bilder zur Verfügung, aber man kann sie durch sinnreiche Anwendung von Worten und Formeln hervorrufen. Kunstvoll gehandhabt, besitzen sie wirklich die geheimnisvolle Macht, die ihnen einst die Adepten der Magie zuschrieben. Sie rufen in der Massenseele die furchtbarsten Stürme hervor und können sie auch besänftigen. Mit den Knochen von Menschen, die das Opfer der Macht der Worte und Formeln waren, könnte man eine viel höhere Pyramide als die des Cheops aufbauen. Die Macht der Worte knüpft sich an die durch diese hervorgerufenen Bilder und ist völlig unabhängig von ihrer wahren Bedeutung. Oft sind jene Worte, deren Sinn ganz unbestimmt ist, die wirkungsvollsten. So zum Beispiel die Ausdrücke Demokratie, Sozialismus, Gleichheit, Freiheit und andere, deren Sinn so vage ist, dass dicke Bände nicht ausreichen, ihn zu bestimmen. Und doch ist es sicher, dass sich eine wahrhaft magische Macht an ihre kurzen Silben heften, wie wenn sie die Lösung aller Probleme enthielten. Sie sind eben die Synthese der verschiedensten unbewussten Erwartungen und der Hoffnung auf deren Verwirklichung. Mit Vernunft und Argumenten kann man gegen gewisse Worte und Formeln nicht ankämpfen. Man spricht sie mit Andacht vor den Massen aus und zugleich werden die Mienen respektvoll und die Köpfe neigen sich. Von vielen werden sie als Naturkräfte oder als übernatürliche Mächte betrachtet. Sie rufen in den Seelen grandiose und vage Bilder hervor, aber eben das Vage, das sie verwischt, vermehrt ihre magische Gewalt. Sie lassen sich mit jenen furchtbaren Gottheiten vergleichen, die hinter dem Allerheiligsten verborgen sind und denen man sich nur mit Zittern nähert. Da die durch die Worte hervorgerufenen Bilder unabhängig von deren Sinn sind, so wechseln sie mit dem Alter, mit den Völkern bei Identität der Formulierung. An bestimmte Worte heften sich vorübergehend bestimmte Bilder. Das Wort ist nur der Hebel, der sie erscheinen lässt. Nicht alle Worte und Formeln besitzen die Macht, Bilder hervorzurufen, und es gibt solche, die nach der Evokation sich abnützen und in der Seele nichts mehr erwecken. Sie bleiben dann bloß Schuhe, deren Hauptnutzung darin besteht, jenen, die von ihnen Gebrauch machen, das Denken zu ersparen. Mit einem kleinen Vorrat von Formeln und Gemeinplätzen, die wir in der Jugend erlernten, besitzen wir alles, was man braucht, um ohne die ermüdende Notwendigkeit, über irgendetwas nachdenken zu müssen, durchs Leben zu gehen. Betrachtet man eine bestimmte Sprache, so sieht man, dass die Wörter, aus denen sie sich zusammensetzt, sich im Laufe der Zeit ziemlich langsam verändern. Aber unaufhörlich verändern sich die Bilder, die sie hervorrufen, oder der Sinn, der sich an sie heftet. Und daher bin ich in einer anderen Schrift zu dem Schlusse gekommen, dass, besonders bei toten Sprachen, die vollkommene Übersetzung aus einer Sprache völlig unmöglich ist. Was tun wir denn in Wirklichkeit, wenn wir einen lateinischen, griechischen oder Sanskrit-Ausdruck durch einen französischen ersetzen? Oder auch, wenn wir nur ein in unserer eigenen Sprache geschriebenes Buch, das 200 bis 300 Jahre alt ist, verstehen wollen. Wir substituieren einfach die Bilder und Vorstellungen, die das moderne Leben unserem Bewusstsein eingefügt hat, den total verschiedenen Begriffen und Bildern, die das antike Leben in der Seele von Rassen erzeugte, deren Lebensbedingungen keine Analogie mit den unseren aufweisen. Was taten die Menschen der Revolutionszeit, als sie die Griechen und Römer nachzuahmen glaubten? Anderes, als dass sie alten Worten einen von ihnen niemals gehabten Sinn gaben. Was war demnach eine Republik, anderes als eine wesentlich aristokratische, aus einer Vereinigung kleiner Despoten gebildete Institution von Despoten, die eine in der absolutesten Unterwürfigkeit gehaltene Sklavenmasse beherrschten. Diese auf Sklaverei begründeten kommunalen Aristokratien hätten ohne jene
nicht einen Augenblick bestehen können. Und das Wort Freiheit, wie konnte es in einer Zeit, da die Möglichkeit der Denkfreiheit nicht einmal noch geahnt ward und wo es keine größere und seltenere Schandtat gab, als über die Götter, die Gesetze und die Sitten des Staates zu räsonieren, dem, was wir heute darunter verstehen, Ähnliches bedeuten. Ein Wort wie Vaterland, was bedeutete es in der Seele eines Atheners oder Spartaners, wenn nicht die Verehrung Athens oder Spartas, keineswegs aber Griechenlands, das aus rivalisierenden Stadtstaaten bestand und stets im Kriege lag. Dasselbe Wort, welche Bedeutung hatte es bei den in rivalisierende Stämme von verschiedener Rasse, Sprache und Religion gegliederten alten Galliern, die Caesar leicht besiegte, weil er unter ihnen stets Verbündete besaß. Rom allein gab Gallien ein Vaterland, in dem es ihm die politische und religiöse Einheit gab. Ohne so weit zurückzugehen, bloß kaum 2 Jahrhunderte zurück, glaubt man, das Wort Vaterland sei vom französischen Fürsten, die, wie der große Conde, sich mit Fremden gegen den eigenen Herrscher verbanden, in seiner jetzigen Bedeutung verstanden worden. Und hatte dasselbe Wort nicht auch einen ganz anderen als den heutigen Sinn für die Emigranten, die den Gesetzen der Ehre zu gehorchen glaubten, wenn sie Frankreich bekämpften, und die von ihrem Standpunkte jenen tatsächlich gehorchten, da das Lehnsgesetz den Vasallen, dem Lehnherrn und nicht dem Lande verband, und da dort, wo der Herr war, auch das wahre Vaterland sich befand. Zahlreich sind die Wörter, deren Bedeutung dieser Art im Laufe der Zeit sich wesentlich geändert hat und die wir ihrem alten Sinne nach nur mit großen Anstrengungen zu verstehen vermögen. Mit Recht hat man gesagt, es bedürfe vieler Lektüren, um nur zu begreifen, was für unsere Urgroßeltern Wörter wie der König und die königliche Familie bedeuteten. Wie steht es erst mit noch komplizierteren Ausdrücken? Die Worte haben also nur veränderliche und vorübergehende Bedeutungen, die mit den Zeiten und Völkern wechseln. Wollen wir mittels ihrer auf die Masse wirken, so muss man den Sinn kennen, den sie für diese im gegebenen Augenblicke haben, nicht aber jenen, den sie einst besaßen oder den sie für Menschen von ganz anderer geistiger Beschaffenheit besitzen können. Wenn also die Massen nach politischen Umstürzen oder nach einem Glaubenswechsel eine tiefe Antipathie gegen die durch bestimmte Worte ausgelösten Bilder erworben haben, so ist die erste Aufgabe des wahren Staatsmannes, die Ausdrücke zu ändern, wohlverstanden, ohne an die Dinge selbst zu rühren, da diese zu sehr an eine ererbte Geistesverfassung gebunden sind, als dass sie geändert werden könnten. Der geistreiche Tocqueville hat vor langem schon bemerkt, dass die Arbeit des Konsulats und des Kaisertums besonders darin bestand, die Mehrzahl der Institutionen der Vergangenheit mit neuen Ausdrücken zu bekleiden, das heißt die Ausdrücke, welche in der Fantasie der Massen verhasste Bilder hervorriefen, durch andere zu ersetzen, deren Neuheit dies verhinderte. Die Taille wurde zur Grundsteuer, die Gabelle zur Salzsteuer, die Verbrauchssteuer zu indirekten Steuern und Gefällen, die Meister- und Zunfttaxe zur Gewerbesteuer und so weiter. Eine der wichtigsten Funktionen der Staatsmänner besteht demnach in der Umtaufung der Dinge, welche die Massen mit ihren alten Ausdrücken nicht ertragen können, mit populären oder wenigstens neutralen Namen. So groß ist die Macht der Worte, dass man die verhasstesten Dinge nur mit gut gewählten Namen zu versehen braucht, um sie den Massen annehmbar zu machen. Taine bemerkte richtig, dass die Jakobiner durch Anrufung der Namen der Freiheit und Brüderlichkeit, die damals sehr populär waren, einen des Königreichs Dahomey würdigen Despotismus, ein der Inquisition gleiches Tribunal, Menschenhekatomben gleich denen des alten Mexikos bewirken konnten.
wie die advokatorische, so besteht auch die Regierungskunst, besonders darin, dass man die Worte zu meistern versteht. Eine große Schwierigkeit in dieser Kunst ist die, dass dieselben Wörter in derselben Gesellschaft sehr oft für die verschiedenen sozialen Schichten ganz verschiedene Bedeutungen haben. Sie gebrauchen scheinbar dieselben Wörter, sprechen aber niemals dieselbe Sprache. Wir haben in den voranstehenden Beispielen als Hauptfaktor des Bedeutungswandels der Wörter besonders die Zeit dargetan. Bei Heranziehung auch der Rasse würden wir aber sehen, dass zur selben Zeit bei gleich zivilisierten Völkern verschiedener Rasse dieselben Wörter häufig ganz verschiedenen Vorstellungen entsprechen. Man kann diese Unterschiede nicht ohne zahlreiche Reisen verstehen und ich will daher nicht bei Ihnen verweilen. Ich beschränke mich auf die Bemerkung, dass gerade die von den Massen am meisten gebrauchten Wörter bei den verschiedenen Völkern die verschiedensten Bedeutung haben. So zum Beispiel die Ausdrücke Demokratie und Sozialismus, die heute so im Schwange sind. Sie entsprechen in der Tat ganz anderen Vorstellungen und Bildern in den lateinischen als in den angelsächsischen Sälen. Bei den Lateinern bedeutet das Wort Demokratie besonders das Zurücktreten des Willens und der Initiative des Individuums vor der Staatsgemeinschaft. Der Staat soll immer mehr alles leiten, alles zentralisieren, monopolisieren und fabrizieren. An ihn appellieren beständig alle Parteien ohne Ausnahme, Radikale, Sozialisten, Monarchisten. Bei den Angelsachsen, namentlich den Amerikanern, bedeutet dasselbe Wort im Gegenteil die Initiative, Entfaltung des Willens und der Individualität, das möglichste Zurücktreten des Staates, den man mit Ausnahme der Polizei, des Heeres und der diplomatischen Beziehungen nichts leiten lässt, nicht einmal den Unterricht. Dasselbe Wort also, welches bei dem einen Volke das Zurücktreten des Willens und der Initiative des Individuums sowie die Vorherrschaft des Staates bedeuten, bedeutet bei dem anderen die starke Entfaltung dieses Willens, dieser Initiative und das völlige Zurücktreten des Staates, hat also einen absolut konträren Sinn.